gesehen. Mein Lieblingsdinosaurier ist der T-Rex. Mir hat gefallen, dass er so viele Knöchel hatte und dass so viele Sachen ausgestellt sind und dass man nicht nur Dinosaurier, sondern auch Fossil und andere Sachen gesehen hat. Also mir hat das Sauriermuseum sehr gut gefallen. Mir wurde eigentlich gesagt, dass es eher für die Kleineren was ist, aber ich muss sagen, es lohnt sich auch für jeden Erwachsenen, hier mal vorbeizuschauen. Es braucht viel Herzblut, um ein privates Museum auf die Beine zu stellen. Die Freude ist die Entdeckerfreude, wenn man das erste Mal ins Feld geht und etwas findet und dann mehr und mehr und mehr findet und eines Tages ein komplettes Dinosaurier-Skelett findet. Das ist eine riesige Freude. Dann kommt der Fund ins Museum und muss präpariert werden. Hunderte, Tausende von Arbeitsstunden gehen drin rein, bis das Skelett endlich ausstellfertig ist. Die grösste Freude von dieser Phase aber ist die, wenn ein Stück fertig ist und man kann es einem breiten Publikum vorstellen. Und heute sind wir stolz darauf, ein Museum zu präsentieren, das in seiner Art einmalig ist.